Hallo zusammen Leute, zu diesem ganz besonderen neuen Video, denn wie ihr seht, wir sind nicht in F1 Games von Codemasters, wir sind auch nicht in Assetto Corsa, sondern wir werden heute das allererste Rennen als Video hier sehen auf meinem Kanal in der Rennsimulation iRacing mit diesem wunderschönen Formel 3 Boliden in der Mercedes-Lackierung. Und wer so ein bisschen die letzten Streams auf meinem Kanal verfolgt hat, der hat schon mitbekommen, dass wir uns hier Stück für Stück versuchen, in die Formel 1 hochzuarbeiten in dieser Simulation. Und dazu müssen wir natürlich auch erstmal ein paar andere Rennen fahren, und zwar Formel 4 und Formel 3 Rennen. Und in diesem Fall sind wir heute das allererste Mal unterwegs auf dem Nürburgring mit diesem Gefährt und gehen gleich mal auf die erste Qualifying-Runde rein. Wie ihr seht, dieses Modell hat noch kein Halo. Das ist noch ein bisschen älteres Modell, was man in iRacing fahren kann im Formel 3-Style. Aber das soll uns hier mal nicht stören. Wir haben dafür eine sehr, sehr gute Sicht in diesem Renner. Und wir werden hier mal die erste Qualifying-Runde heizen und haben dann später gleich ein 16-ründiges Rennen gegen 19 andere Fahrer im Feld mit dem gleichen Fahrzeug. Und es ist einfach mal wieder richtig nice, ein Formelfahrzeug über den Nürburgring zu jagen, denn das Vergnügen haben wir ja seit neuestem nicht mehr mit den F1 Games von Codemasters und EA, weil diese Strecke einfach nicht mehr im offiziellen Rennkalender der Formel 1 enthalten ist. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal so ein bisschen auf dieses Fahrzeug, denn ihr seht, dass ich mir hier echt richtig schwer tue als Anfänger in dieser Simulation, hier dieses Fahrzeug ordentlich um den Kurs zu bewegen. Immer wieder die Bremse ein bisschen zu hart betätige, da muss man sehr, sehr viel Gefühl haben, genauso mit dem Gas und mit der Lenkung, wenn man einfach jede einzelne Bodenwelle am Lenkrad spürt und man muss jeden Millimeter der Runde einfach arbeiten. Aber es macht so unfassbar viel Spaß. Aber es erfordert maximale Konzentration, denn wir sind hier tatsächlich nicht mit über 300 Sachen unterwegs. Wir erreichen mit diesem Formel 3 Auto ja ungefähr 250 km/h, würde ich jetzt sagen. Wenn wir jetzt hier mal auf die lange Gerade vor der letzten Schikane gehen, da haben wir knapp 240 km/h drauf. Wenn wir anbremsen, wieder mit ganz viel Gefühl auf die Schikane, hier raus wieder über die Bodenwelle drüber, und wie man das gleich am Lenkrad sieht, dass es hier echt ordentlich Feedback gibt, das Auto. Wir rollen rein in die letzte Kurve und haben hier eine ganz ordentliche Qualifying-Runde hingelegt. Und jetzt schauen wir gleich, wo die Zeit stehen bleibt. Es ist eine 1:51.2 und es reicht im Endeffekt für den dritten Platz hier in der Startaufstellung von insgesamt 20 Boliden, die hier an den Start gehen. Und jetzt sind wir gespannt, was im Rennen gleich passieren wird, in einem der vielversprechendsten Rennen hier als Anfänger in iRacing. Rein geht's. Neben dem Teamkollegen Alex, der auch im Mercedes fährt, auf Startplatz 4, also zweite Startreihe für die Mercedes in diesem Fall. Und jetzt gehen die Ampeln an und wir schauen, ob wir die Kupplung richtig betätigen. Kupplung, dann erster Gang einlegen und dann gucken, dass wir da ordentlich wegkommen. Und die Ampel geht aus. Wir haben eine ganz schlechte Reaktion. Kupplung kommt ganz gut. Wir haben den ersten Gang ordentlich eingelegt, aber sehr schlechte Reaktion, und deswegen kommt Alex auf der rechten Seite, der sehr viel besser weg. Bremst aber ein bisschen früher. Wir sind ein bisschen später auf der Bremse. Haben hier den weiteren Weg, können ein bisschen durchrollen lassen und können somit den dritten Platz verteidigen. Aber da habt ihr es schon gesehen, in der ersten Kurve müssen wir direkt schon richtig hart am Lenkrad arbeiten. Ordentlich korrigieren, damit wir da nicht einfach komplett geradeaus rutschen. Die Reifen sind noch sehr, sehr kalt in den ersten paar Runden. Sieht man auch hier, wie wir hier richtig hart durch die ersten Kurven untersteuern. Alex direkt im Windschatten, saugt sich ran und versucht sich hier auf die linke Seite rein zu bremsen. Zieht aber hier nochmal zurück. Wir bremsen in die nächste Linkskurve rein und jetzt ganz, ganz vorsichtig reinrollen. Widerstehendes rechtes Vorderrad, da wären wir fast abgeschossen von hinten. Alex verliert einen Platz, kann hier aber nochmal durchstechen und wir gehen auf die Verfolgung der ersten zwei Kandidaten. Ganz ordentlichen Start. Und jetzt schauen wir natürlich, dass wir da dranbleiben und eventuell über die 16 Runden eine Chance auf das erste Podium hier nicht entgehen lassen. Während wir hier die Blackbox das erste Mal auf der rechten Seite durchschalten. Das ist die Anzeige, die anzeigt, wer vor uns und hinter uns fährt. Und auf der linken Seite unten seht ihr den Incident Count. Der ist sehr bekannt in iRacing. Wer das vielleicht nicht kennt oder in iRacing noch nicht so viel Erfahrung hat, das ist einfach die Anzeige, die uns sagt, wie viele Fehlschläge wir uns bisher erlaubt haben. Also sprich, neben die Strecke fahren. Cutten bedeutet einmal Incident Count. Einmal Dreher bedeutet zweimal. Ein Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug bedeutet viermal. Und je nachdem, wie viel wir uns davon eben erlauben, bekommen wir eben Strafen für das ganze System im Safety Rating. Das ist ähnlich wie bei F1, dass wir einfach
in der Lizenz nicht höher aufsteigen können, wenn wir uns da zu viele Ausritte oder zu viele Crashs erlauben. Und mit 17 Punkten bekommen wir hierfür zum Beispiel eine Strafe. Also ein sehr ausgeklügeltes System an sich. Während wir hier die erste Runde überstehen, anbremsen auf die erste Kurve und wir haben einfach ein komplett stehendes Vorderrad, verbremsen uns komplett, obwohl wir die Bremse gar nicht mal voll durchdrücken. Die Reifen waren noch zu kalt, um hier so in die Eisen zu steigen. Und wir verlieren einen Platz gegen unseren Kollegen im Mercedes. Jetzt schauen wir uns gerade kurz nochmal den Start an, denn diese Wiederholungen sind einfach der Wahnsinn in iRacing, wie ich finde. Das ist wie wenn du ein echtes Formel-1-Rennen anschaust in der Wiederholung. So nice sind diese Aufnahmen und ich dachte mir, die schneiden wir einfach mal immer wieder zwischen rein. Hier sehen wir, dass wir hier uns ordentlich platziert haben auf dem dritten Platz. Alex folgt auf Platz 4 im Mercedes. Und hier hinten gab es einen richtig krassen Crash, hier ein vierfacher Überschlag einfach. Also ich glaube, dieser Kollege kann hier nicht mehr weiterfahren, hat wahrscheinlich Radaufhängung auf allen vier Seiten gebrochen. Und eigentlich ein Wunder, dass hier nicht mehr Teile geflogen sind, kein einziges Rad ist abgefallen. Da haben wir normalerweise in iRacing echt ein richtig schönes Schadensmodell. Während wir hier die Situation mit Alex nochmal sehen, der hier versucht innen reinzustechen, es nicht ganz schafft, dadurch einen Platz verliert. Und hier werden wir fast abgeräumt in der Haarnadel. Auch hier wieder eine echt richtig schöne Wiederholung. Echt mega anzuschauen. Und hier sehen wir gerade nochmal den Verbremser. Da geht es einfach nur geradeaus. Stehende Vorderreifen. Keine Chance, hier Kurve 1 zu kriegen. Und damit jumpen wir rein direkt in Runde Nummer 3. Und wir folgen dem Teamkollegen im Mercedes jetzt in diesem Fall auf Position 4 liegend. Das Podium ist trotzdem noch drin. Wir haben noch einige Runden, 16 an der Zahl, wobei eine Runde knapp 2 Minuten dauert. Also das Rennen ist schon noch relativ lang und wir sehen, dass wir schon wieder ein paar Meter verloren haben auf der Runde gegenüber unserem Hintermann Dylan, der sich hier schon auf die Schikane zeigt auf der rechten Seite. Alex verbremst sich leicht, da geht's über die beiden Curves drüber von der Schikane und jetzt schauen wir, dass wir schön in die letzte Kurve reinkommen. Ein kleines bisschen korrigieren müssen. Bisschen quer gestanden und da verlieren wir wieder ein paar Meter an Speed hier auf die lange Startziel und da kann sich Dylan doch deutlich besser ranarbeiten und kommt hier auf der linken Seite sogar vorbei und hat das kleines bisschen mehr Speed, was er braucht, um hier auf Kurve 1 einfach außen vorbeizugehen. Es ist einfach Millimeterarbeit in diesem Fahrzeug. Es ist nicht zu fassen, wie viel Konzentration du brauchst, um dieses Fahrzeug Millimeter für Millimeter über diese Strecke zu bewegen, um keinen Quersteher dir zu erlauben, jeden einzelnen Zentimeter der Strecke richtig auszunutzen, nicht zu spät und zu hart auf der Bremse zu stehen, dass wir richtig reinrollen in die Kurven, wieder genug Schwung aus den Kurven rausholen. Und das ist im Moment noch so ein kleines bisschen das Problem und der Grund, warum wir jetzt hier in Runde 5, also auf dem 5. Platz sind, während wir hier das erste Duell hier von Dylan gegen Alex sehen im Mercedes und da können wir uns vielleicht nochmal ein bisschen ranarbeiten. Vorne also der Zweikampf, hier können wir vielleicht nochmal außen versuchen vorbeizugehen, aber da haben wir nicht genug Schwung auf die nächste rechts, um uns da nebenhin zu platzieren, aber wir sind jetzt ganz nah dran. Runde Nummer 5 von 16 und wir haben immer noch die Chance, unter die Top 3 irgendwie zu kommen, wenn wir hier auch noch an Alex vorbeikommen, aber das ist noch ein sehr weiter Weg, hier wieder ein kleines bisschen verbremst von Dylan und jetzt folgen wir im Windschatten auf die Haarnadel zu. Können wir da vielleicht an beiden irgendwie vorbeikommen, wenn wir richtig reinrollen in die Kurve, nicht zu hart auf der Bremse, kleines bisschen Gas. Dylan nimmt eine andere Linie, kommt aber nochmal ordentlich raus. Es geht nochmal rein aufs Michael Schumacher S. Da gehen wir natürlich wieder Vollgas durch, kommen da wieder ein kleines bisschen ran im Windschatten. Und auch hier reicht es noch nicht. Millimeter für Millimeter arbeiten wir uns, während Dylan da schon richtig drängelt. Es ist ein Dreikampf. Die ersten zwei sind natürlich schon weggefahren. Die haben schon ordentlich Vorsprung, wenn wir hier zu dritt kämpfen. Und wir kriegen Gesellschaft von hinten. Jetzt wird es aber gleich spannend, was nach der langen Geraden passiert. Wird es Dylan schaffen, hier an Alex vorbeizugehen? Wir können eventuell hier noch den Joker spielen und vielleicht die Chance nutzen, bremsen spät an, aber das klappt noch nicht. Dylan kommt auch nicht vorbei an Alex in der Schikane, aber jetzt vielleicht durch die letzte Kurve noch mal ein bisschen besser durch. Dylan geht weit, da können wir innen reingehen, aber auch hier reicht es nicht ganz, um hier innen reinzustechen. Es ist Millimeter für Millimeter, den wir hier versuchen zu gewinnen und dadurch, dass Dylan hier ein bisschen weit kommt in der letzten Kurve verliert er wieder das Momentum, um den Angriff zu gehen gegen Alex. Auch hier nochmal ein kleiner Verbremser, wieder ein kleines bisschen zu hart auf der Bremse gestanden und wieder das eine kleine Quäntchen
an Unaufmerksamkeit, wo uns wieder ein paar Meter kostet auf der Bremse. Das ist so krass, wie schnell du bestraft wirst für kleine Fehlerchen. Aber auch hier sind wir noch nah genug dran, um immer noch im Fight zu sein, um zumindest Platz 3, das allererste Podium, einzufahren. Alex ist auf dem besten Weg, seinen dritten Platz zu verteidigen. Und es sind immer noch sehr viele Runden. Wir sind erst in Runde 6, auch hier wieder stehendes Vorderrad und verlieren wieder ein kleines bisschen an Speed. Wir müssen jetzt langsam ein bisschen auch nach hinten schauen, denn je länger dieser Kampf hier vorne dauert, umso schneller kommen die anderen von hinten angeflogen. Alberto hier mit der Nummer 1 müssen wir jetzt ein bisschen auf dem Schirm behalten. Aber erstmal Fokus nach vorne gegen die anderen zwei, die wir auf jeden Fall noch kriegen können. Aktuell immer noch das stärkste Rennen bisher in iRacing als Rookie. Und es ist immer noch alles drin, während sich Dylan nochmal ransaugt. Nochmal ein kleines bisschen näher ist gegen Alex. Jetzt auf der nächsten rechts nochmal schön reinrollen lassen. Maximal Speed auf den Curb außen raufnehmen. Und jetzt geht's rein. Nochmal in den Windschatten. Da ist Dylan schon neben Alex. Dylan auf der rechten Seite. Schafft es Alex hier nochmal den Platz zu verteidigen. Wir gehen ganz außen, bremsen spät und können jetzt vielleicht versuchen, da innen reinzugehen. Und da können wir vielleicht... Oh, da gibt es einen Zusammenstoß. Dylan crasht gegen Alex und wir sind auf der Wiese. Und wir haben einen Schaden am Auto. Wir haben einen Schaden an der Vorderachse und verlieren zwei Plätze. Alex ist raus. Alex ist weggecrashed worden. Wir schauen uns gerade die Wiederholung nochmal an. Alex auf der linken Seite. Dylan bremst da sehr spät. Versucht da innen reinzustechen und erwischt ihn an der Hinterachse. Und da fahren wir hinten drauf, dadurch, dass sich Dylan so blöd rechts wegdreht. Und da konnten wir einfach überhaupt nichts machen. Und wie ihr es vielleicht gerade in der Blackbox gesehen habt, wir haben einen Incident Count von mal 4 dafür bekommen, also einen Zusammenstoß. Das wird uns nicht gut tun in unserem Safety Rating. Also mit dem Aufstieg in die nächste Formelklasse wird es in diesem Fall doch wieder schwierig. Wir hätten uns natürlich so ein kleines bisschen zurückhalten können, nicht reinzustechen. Aber dafür ging es einfach um ein Podium und das war es wert, da auf der Außenseite das Ganze zu versuchen. Alex auf jeden Fall kann nicht mehr weiterfahren. Gebrochene Vorderachse. Wir haben allerdings auch jetzt einen Schaden an der Vorderachse und das Auto fährt sich einfach nicht mehr gut. Auch wenn man nichts sieht an der Radaufhängung, tun wir uns da jetzt richtig schwer, das Auto hier vernünftig durch die Kurven noch durchzulenken. Die Spur ist ein kleines bisschen verzogen, aber wir können auf jeden Fall weiterfahren. Haben allerdings keinen Platz gewonnen oder verloren, sind nach wie vor auf der Nummer 5. Alberto jetzt mit der Nummer 1 auf dem dritten Platz vorgefahren. Der hat natürlich jetzt schön lachen, der sich einfach hier kurz das Podium wegschnappt, während wir hinter Sergi hinterherfahren. Sergio hier hinter uns. Und das Podium ist aber nach wie vor noch in Reichweite. Es ist tatsächlich eines der intensesten ersten Rennen in iRacing, was wir hier erleben. Während hier Sergi ganz weit rauskommt, ganz seltsame Linie fährt, viel zu spät bremst. Dadurch kommen wir nochmal ein paar Meter hier ran. Durch die Michael Schumacher Kurve geht es wieder raus und da können wir jetzt fast schon hier neben rangehen. Das Auto fährt sich nach wie vor gar nicht mal so übel. Wir müssen immer so ein kleines bisschen auf der Bremse hier aufpassen, während es in die schnellen Kurven reingeht. Da tun wir uns jetzt ein bisschen schwer mit der gebrochenen Vorderachse oder verzogenen Vorderachse, aber alles noch gut. Wir sind noch im Game. Wir sind noch voll da, voll im Rennen. Wir haben noch die Hälfte des Rennens vor uns. Runde Nummer 8 von 16. Es geht also weiter. Nochmal geht's rein auf die letzte Schikane. Ganz spät bremsen. Da können wir uns gut positionieren. Hier gegen Sergi mit der Nummer 9 können wir hier innen reinstecken. Vielleicht in die letzte Kurve rein, innen reinbremsen. Da gibt er uns den Space, den wir brauchen. Ganz innen können wir uns durch. Aber da hat er ein bisschen die bessere Linie, ein bisschen mehr Schwung von außen. Da gehen wir rein in den Windschatten. Rein in den Windschatten für Turn 1. Jetzt wird es natürlich ganz gefährlich auf der Bremse. Mit ganz viel Gefühl müssen wir jetzt hier auf die rechte Seite rübergehen. Werden wir das wagen? Wir versuchen es auf der rechten Seite ganz innen rein. Nicht zu hart bremsen. Jawohl, sehr schön erste Kurve bekommen. Und dadurch gehen wir einen Platz nochmal weiter nach vorne. Es war ein hartes Stück Arbeit. Hier nochmal ein kleines bisschen korrigieren. Also das Auto ist einfach jetzt plötzlich sehr nervös geworden. Und das hilft uns jetzt natürlich auch nicht gerade, um hier besser dazustehen im Kampf um den dritten Platz. Werden wir uns jetzt hier kurz anschauen vom Überholmanöver durch die letzte Kurve. Sehr weit innen genommen. Da hat er eine weite Linie genommen, wo er doch sehr viel Schwung mitnimmt. Da müssen wir doch nochmal hier hinten rein in den Windschatten. Der zieht aber doch nochmal ordentlich auf der langen Geraden, dass wir auf der rechten Seite hier uns innen reinbremsen können. Die Wiederholung auch hier einfach mal wieder richtig Bombe, wie im TV das Ganze hier zu genießen. Rein geht's aber jetzt in Runde 9, denn wir sind ganz nah dran
jetzt an Sergi, der immer langsamer wird auf der Geraden und fährt hier auf die rechte Seite rüber. Und er hat wohl ein Problem, er wird sehr, sehr langsam und lässt uns jetzt hier auf der linken Seite vorbeiziehen. Und damit gehen wir vor auf den vierten Platz und haben wieder die Chance auf das Podium. Das Podium ist nicht so weit weg. Alberto jetzt ungefähr 4 Sekunden voraus. Wir haben noch 5 Runden dann zu gehen und das können wir schaffen. Auch wenn wir eine beschädigte Vorderachse haben, ist da noch alles drin. Immer wieder ein kleines bisschen korrigieren, aber jetzt maximal Konzentration, Vollgas auf Runde Nummer 11 haben wir jetzt schon ein bisschen abreißen lassen müssen. Immer noch 4 Sekunden zum Vordermann Alberto und Sergi ist wieder da. Sergi hat wohl sich irgendwie wieder gefangen. Keine Ahnung, wie er da jetzt wieder näher rangekommen ist. Und Sergio direkt dahinter nehmen beide wieder sehr viel Fahrt auf. Und wir haben echt Probleme hier über die letzten Runden irgendwie klar zu kommen. Es wird nochmal einen Kampf geben. Der dritte Platz ist im Moment noch sehr weit weg. Im Moment müssen wir eher schauen, dass wir Platz 4 hier verteidigt bekommen gegen Sergi, der wieder sehr gefährlich werden wird auf der Langgeraden hin zur letzten Schikane. Können wir uns da nochmal verteidigen, mit Tick platzieren, nur keinen Platz geben und er bremst da rechts zu spät an und fährt uns hinten drauf gefahren, hat viel zu spät gebremst und noch einen Schaden am Auto. Wir haben noch einen Schaden am Auto kassiert auf der Hinterachse. Jetzt haben wir bald überall einen Schaden auf jeder Achse gefühlt. Da schauen wir uns gerade nochmal an, wie er da anbremst. Wir platzieren uns mittig. Und da war rechts einfach kein Platz. Und da beschädigt er sich den Frontflügel. Fährt da hinten drauf, bremst zu spät. Hier nochmal aus seiner Sicht. Beschädigt sich hier vorne links den Flügel. Und drückt uns nochmal einen Incident Count auf. Natürlich nochmal einen Zusammenstoß, der hier reinzählt in die Statistik. Und ihr seht, wir haben Incident Count 8-mal. Und wir konnten wieder mal nichts für diesen Zusammenstoß. Und damit wird es umso schwerer, in die nächste Formelklasse aufzusteigen. Das können wir jetzt eigentlich schon fast vergessen, dass wir da im Safety Rating ordentlich aufsteigen. Und jetzt haben wir echt richtig Probleme, das ganze Ding hier über die Linie zu retten. Wir haben noch ein paar Runden. Runde Nummer 13 werden wir hier Gesellschaft bekommen. Und wir haben fast keine Chance mehr, hier diesen Platz zu verteidigen. Zurückgereicht auf Position 5. Die Blackbox hier auf der rechten Seite, die zeigt noch Position 4 an. Die aktualisiert sich immer, wenn wir über Start-Ziel fahren. Von dem her ist das jetzt natürlich nicht mehr die richtige Anzeige. Wir sind in diesem Moment auf Platz 5 zurückgefallen, versuchen uns jetzt natürlich nochmal hier ranzuarbeiten. Es ist noch ein bisschen was drin. Wir versuchen immer noch das Beste aus diesem Auto rauszuquetschen, obwohl wir einfach mit einem richtig harten Handicap jetzt die letzten 3 Runden hier bestreiten müssen, können wir vielleicht nochmal ein kleines bisschen mithalten. Wir haben natürlich die glückliche Situation, dass das Auto immer noch fährt. Es ist immer noch fahrbar im Vergleich zu Alex, dem Teamkollegen, der das Rennen sehr früh einfach beenden musste und quasi nicht mehr weiterfahren konnte. Da kannst du das Auto in die Box stellen, einfach mal über 1 Minute reparieren lassen und dann gibt es da keine Möglichkeit mehr, vorne mitzukämpfen. Aber wir haben noch ein paar Runden und können jetzt nochmal uns durchrollen lassen. Vielleicht nochmal auf die Schikane zufahren. Mit Vollgas auf 230 km/h geht es nochmal hoch im Windschatten. Und da reicht es natürlich noch nicht. Er fährt so ein bisschen zickzack auf die letzte Schikane zu. Da können wir uns vielleicht nochmal mit ein bisschen Geschick gut positionieren für die letzte Kurve. Da sind wir jetzt ganz nah dran und können vielleicht nochmal innen reingehen. Wieder ein kleines bisschen spät auf der Bremse, aber auch hier kommen wir sehr gut raus. Nochmal in den Windschatten rein. Den Platz holen wir uns nochmal. Der vierte Platz muss irgendwie stehen. Den holen wir uns auf jeden Fall. Komm, jetzt nochmal rechts rüberziehen. Auf die erste Kurve anbremsen. Und auch hier können wir den Move nochmal machen. Und wir gehen innen rein und gehen nochmal vorbei. Und das mit einem Auto, was kaum mehr fahrbar ist, arbeiten wir uns nochmal einen Platz nach vorne. Und man merkt das einfach am Lenkrad so hart, wenn man einen Schaden hat. Und jede Bodenwelle schmerzt einfach noch mehr vom Gefühl her. Und jetzt sind wir in der letzten Runde und müssen das Ding noch über die Linie retten. Und hier blockieren einfach die Hinterreifen plötzlich gar keine Chance mehr, das Auto irgendwie abzufangen. Sehr, sehr unberechenbar einfach das Auto auf den letzten Runden. Und damit verlieren wir auch diesen Platz nochmal. Es ist einfach eines der bittersten ersten Rennen und trotzdem eines der genialsten, denn wir haben hier echt ordentlich gute Fights hingelegt und das Beste aus einem richtig kaputten Auto rausgeholt, das halbwegs noch auf der Strecke fährt. Und jetzt gehen wir nochmal in die letzte Kurve rein und beenden dieses Rennen. In diesem Fall auf Position Nummer
5 gehen wir über die Linie und das war das Maximum, was wir leider aus diesem Rennen rausholen konnten. Es ist natürlich sehr bitter gelaufen für uns, aber trotzdem geniales Rennen. Und wenn euch dieses nachkommentierte Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder ein Abo auf meinem Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten iRacing-Videos wieder. Bis dann, haut rein, ciao, ciao.